Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Fahrradsimulator. Heute spielen wir wieder eine sehr coole Map. Die ist mir direkt ins Auge gestochen. Schon das Bild war schon sehr cool. Nämlich Jump City. Wir werden natürlich versuchen, bis zum Ziel zu kommen. Und ja, Tipps brauche ich nicht. Ich bin der Beste. Na, Spaß mit dir. Ich habe die Map gerade schon angetestet und ich muss sagen, die sieht echt gut aus. Die hat auch Spaß gemacht, jetzt gerade eben schon beim Testen. Und ich hoffe, ihr feiert solche Fahrradsimulator-Videos. Das letzte hatte zwar nur 3 Aufrufe, aber ich bin motiviert. Ich werde weitermachen, bis irgendwann Leute meine Videos sehen, bis ich irgendwann... Also mein Ziel ist es, berühmt zu werden mit YouTube, dies, das. Weiß nicht. Deswegen, ich spiele Fahrradsimulator, weil ich von ein paar Leuten gesehen habe. Vielleicht kennt ihr ihn auch. Und ja, wir versuchen auf jeden Fall, heute diesen Fahrradsimulator-Map durchzuspielen. Und da seht ihr wahrscheinlich schon, was ich meinte und warum ich diese Map gespielt habe. Und ich bin tot. Aber hier war ein Speicherpunkt. Hier war ein Speicherpunkt. Nice. Da haben die Entwickler was Tolles gebracht. Einen tollen Speicherpunkt. Von hier aus kann man eine richtig coole Strecke starten. Ich zeige euch mal, da unten, glaube ich, bei dem See ist das Ziel. Und hier machen wir auch direkt noch einen Speicherpunkt. Obwohl, nehmen wir noch hier ein, weil wir hier runterfahren wollen. Natürlich in der Ebenperspektive, weil Ebenperspektive ist einfach das Beste. Und, aua. Ja. Kann sein, dass ich vielleicht etwas rein kiesel. Aber das ist ja nicht schlimm. Ja. Die Map ist geil. Au. Wie das Fahrrad da wegfliegt. Ich finde das so witzig, wenn man sich in der Ego-Perspektive auf gut Deutsch auf die Fresse legt. Das wird das dann so krass dargestellt. Und man sieht es dann so wieder. Hier. Ich wechsle nochmal die also Sicht, weil Ego-Perspektive ist, glaube ich, doch nicht so gut. Aber. Hey! Hey, man kann nicht steuern. Das wusste ich nicht. Eingepackt in der Lippe. Ja, das war schon mal clean. Okay, wir sind durch. So, jetzt hier noch ein Speicherpunkt und Backflip. Okay. Hey. So, einfach clean runterfahren. Noch ein clean Backflip. Noch ein clean Backflip. Noch ein clean Backflip. Schon das Ziel, würde ich sagen. Also, die erste Line war echt cool. Wee, wee. Und da ist er. Ziel. Und ich würde auch sagen, wir gehen direkt noch in noch die zweite Map rein. Die Sanders Island. Habe ich tatsächlich die noch nicht getestet, aber sehen wir jetzt zum ersten Mal, welche wie gut die ist und ob die gut ist. Aber sieht schon schön aus mit dem mit der Sonne, ne? Boah, ich feier das. Upsi, da wollte ich wohl zu viel. Ja, da zeigt sich wieder mal mein Skill. Wie krass ich in diesem Game bin. Natürlich gar nicht krass, aber... Das haben wir geschafft! Ja! Oh mein Gott! Knapp war das. Wie soll man das schaffen? Man ist doch viel zu langsam. Schau mal hier lang, wo er lang fährt. Ja,
Wir wollen natürlich versuchen, das Ziel zu finden. Weil ich glaube, das ist hier eine gute Reihe. Oder ist das hier schon? So, hier lang. Ich glaube, wir sind falsch rumgefahren. Ah, die lang gefällt mir tatsächlich gerade sehr. Ja, wir sind falsch rumgefahren. Egal. Passiert den Besten. So, hier hoch. Kann man eigentlich ins Wasser fahren? Nee, kann man nicht. Ja, da wollten wir wieder zu viel. Aber ich würde sagen, ab hier drehen wir mal und fahren jetzt den normalen Weg, weil wir sind hier gerade zurückgefahren und dann können wir das einfach wieder zurückfahren. Das glaube ich ja eigentlich. Och nee. Ja, okay. Ich glaube, wir fahren einfach weiter zurück und machen einfach den Start zum Ziel. Und wenn wir wieder beim Start sind, dann hätten wir das auch geschafft. Wo lang müssen wir jetzt? Nein! Man kommt da nicht hoch! Ey, bitte, komm! Nein! Aua! Ja, ich glaube, wir können es nicht mehr schaffen, habe ich das Gefühl. Wir starten mal neu, versuchen jetzt einfach geradeaus zu fahren. Irgendwie. Warte. Das war das für dich. Oder ist es das? Kommt man darüber? Hä? Wo ist denn das Ziel? Ja, das Ziel würde ich sagen, finden wir nicht, aber ich würde sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, hat euch gefallen. Lasst gerne Like und ein Abo da, würde mich riesig freuen und unterstützen. Ich würde sagen, bis dann. Ich bin raus. Ciao.